Ja, hi meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar, ich habe hier auf Instagram abstimmen lassen, was ihr lieber haben wollt. Und es ist ein Fragen- und Antwort-Video geworden. Und ich habe dann ein paar Fragen zugeschickt bekommen. Und da das so viele wurden, habe ich dann mir jetzt ein paar rausgepickt. Und werde das Video jetzt schon drehen. Das ist jetzt, glaube ich, ein paar Stunden her, nachdem ich diesen Aufruf gestartet habe. Und ja. Als allererstes, bevor ich aber anfange mit diesem Video, wollte ich mich bedanken für das tolle Feedback, was ich bekommen habe zu meinem letzten Video, was mit dem Papa von der Kleinen ist. Ich habe echt nicht gedacht, dass mir so viele Leute schreiben und auch so lieb und so nett und dass ich so viele Leute berührt habe. Das hat mich dann auch ein paar Tränen vergießen lassen und ja, vielen Dank auf jeden Fall. Und für die, die es noch nicht gesehen haben, die können sich das Video gerne anschauen. Das ist mein letztes hochgeladenes Video. Und ja, für die Leute, die mich auch auf Instagram verfolgen möchten, mein Instagram werde ich jetzt unten verlinken, beziehungsweise meinen Namen einblenden. Und ja, dann würde ich jetzt mal sagen, weil da mache ich öfter mal Umfragen, was ihr vielleicht doch lieber sehen wollt. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Hast du dich in deiner Schwangerschaft eher... Also, ob ich da viel Süßes gegessen habe oder mich eher gesund ernährt habe in der Schwangerschaft. Also, ich muss sagen, ich habe in der Schwangerschaft nicht auf die Ernährung geachtet. Ich habe einfach nach Lust und Laune gegessen, was ich wollte. Klar, ich habe jetzt keinen rohen Fisch und sowas gegessen. Das nicht, aber ja, ich habe auch viel, viel Süßkram gegessen, muss ich echt sagen. Obwohl ich habe halt auch nur, ich habe nur 10, 11 Kilo zugenommen in meiner Schwangerschaft, obwohl ich so viel Süßes gegessen habe. Aber ich habe mich trotz allem, also ich war jetzt nicht jeden Tag bei Burger King oder so, sondern ich habe halt auch mal einen Salat gegessen oder so. Aber ich habe jetzt nicht bewusst darauf geachtet. Wollte ich schon immer so Frühmama werden? Also, ich wollte schon immer Frühmama werden, ja. Also so mit 24 oder 25 wollte ich schon Mama werden. Also ich wollte nie über 30 gehen, aber... So früh hatte ich jetzt eigentlich noch nicht geplant, weil ich bin ja in der Ausbildung, wie ja wahrscheinlich viele von euch schon mitbekommen haben. Und ich wollte, wenn dann ein Kind kriegen, wenn ich einen festen Partner habe, ist alles, also wie man sich das halt vorstellt, in einem Bilderbuch halt, Ausbildung fertig, Job ist gut, Gehalt ist gut, Mann ist da, Liebe ist da, Kind. Aber ist halt jetzt anders gekommen, aber ich bin eigentlich sehr froh, so früh Mama geworden zu sein. Mit 20, denn wenn meine Kleine 18 ist, dann bin ich 38 und ich habe halt noch alles vor mir sozusagen. Und ich bin auch noch relativ mit in diesem Altersschwung quasi. Wisst ihr, was ich meine? Ich bekomme noch relativ mit von der, viel mit von der Kleinen und bin auch nicht so eine alte Mama sozusagen. Wie lange möchtest du die Elternzeit nehmen? Also meine Elternzeit geht jetzt 2 Jahre, weil 2 Jahre auch nur bezahlt werden. Und dann kommt die Kleine in die Krippe und nachmittags, also je nachdem, wie ich dann arbeiten muss, passt meine Mutter auf die Kleine auf. Und ich fange dann, also ich mache dann meine Ausbildung zu Ende, das geht dann noch ein Jahr. Also ich habe schon eine abgeschlossene Ausbildung, aber die andere Ausbildung, die geht ein Jahr. Deswegen, ja, werde ich die dann noch zu Ende machen, bin aber auch nur 3 Tage in der Woche arbeiten und 2 Tage Schule. Das heißt, das geht auf jeden Fall. Was halte ich davon, junge Mutter zu werden unter 20? Also, ich sag's mal so. Unter 20 junge Mutter zu werden, es kommt drauf an, wie jung. Also zum Beispiel mit 15 oder 16 finde ich es ehrlich gesagt, es gibt Mamas, die sind mit 16 besser als Mamas mit 40. Ich meine, das Alter hat, das spielt ja keine Rolle, aber ich denke mir, Mädels, also alle, die jetzt so unter 18 sind, ihr habt noch so viel vor im Leben, ihr wollt noch feiern gehen, ihr wollt noch Spaß haben, mit Freunden unterwegs sein. Sobald ihr ein Kind bekommt, ist das alles nicht mehr. Also klar, ihr könnt auch auf Feste mit den Kleinen gehen und auf Treffen und auch mit euch mit euren Freunden treffen. Aber ich meine jetzt so abends in die Disco gehen und alles, das ist eigentlich nicht mehr. Und man sollte das schon wissen, wenn man ein Kind bekommt, dass man darauf verzichtet. Und zum Beispiel ich, also ich verzichte ja gerne drauf, ich brauche das nicht, deswegen... ist mir das relativ wurscht, aber ich denke mir, mit 15 ist man selber noch Kind und sollte kein Kind bekommen. Selbst mit 20 sind noch viele so unreif, dass sie auch lieber kein Kind bekommen sollten. Ich glaube, das kommt immer darauf an, wie reif die Person auch im Kopf ist. Aber ja, also mit 15, 16, das finde ich dann schon echt grenzwertig, weil ich überlege gerade, also ich hatte mit 15 mein erstes Mal, was ich jetzt persönlich im Nachhinein auch sehr früh finde, obwohl heutzutage die Kinder schon ab 12 irgendwie
ihre Jungfräulichkeit verlieren, was ich echt heftig finde. Und ich mir denke, wenn ich mit 15 schwanger geworden wäre, was ich noch alles, man ist in der Schule. Also das geht eigentlich gar nicht, meiner Meinung nach. Klar, wenn es halt ein Unfall ist, also was heißt Unfall, wenn es halt passiert ist und man entscheidet sich, das ist zu bekommen, dann sollte man halt dann auch dazu stehen und sich auch voll auf das Kind einlassen und halt damit rechnen, dass dann halt erst einmal, bis das Kind ein gewisses Alter hat, es vorbei ist mit dem jungen Leben sozusagen. Ja, genau, da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Wie fühlt es sich an, Jungmama zu sein? Also, wie ich schon gesagt habe, das Alter spielt eigentlich keine Rolle, weil ob ich mich jetzt Jungmama bin oder Altmama, ist ja eigentlich egal. Man ist halt vielleicht noch so ein bisschen näher so an manchen Sachen, so an seiner eigenen Kindheit, weil die ja noch nicht so lange her ist und erinnert sich vielleicht auch noch ein paar mehr Kinderlieder und alles oder was man selber so schön fand als Kind. Aber es ist eigentlich kein großer Unterschied. Vor allem die Leute, also die mich hier auf YouTube verfolgen und die mich auch privat kennen und mich auch schon länger kennen von Schule oder Kindergarten, sei es sogar, die wissen, dass ich schon immer so ein bisschen, naja, so der Paradiesvogel war, nennen wir es mal so. Aber ich bin schon immer ein bisschen anders gewesen, also ein bisschen offener, lustiger, verrückter, haben viele gesagt. Aber klar, okay, ich bin auch erwachsener mittlerweile geworden, ich bin auch ruhiger geworden, aber in vielen Dingen bin ich einfach immer noch so, wie ich bin. Das ist halt mein Charakter und das tue ich auch auf meinem Kind widerspiegeln. Also ich bin eine sehr offene Mama und eine sehr lustige und ich mache viel Mist und ich labere auch viel Müll und gebe mir auf jeden Fall sehr viel Mühe, so viel Kindliches reinzubringen, ihr eine wunderschöne Kindheit zu bringen. Da kommen wir nämlich auch, das bezieht gleich die nächste Frage nämlich auch ein. Wie willst du Myla erziehen? Also, da ich ja selber auch sehr offen und sehr locker und lustig erzogen wurde, klar, es gab auch Grenzen und es gibt auch Regeln, das will ich ja meinem Kind auch vermitteln. Aber ja, auf jeden Fall offen, dass sie mit mir zu allem zu mir kommen kann, was sie bedrückt, dass sie keine Angst haben muss, wenn sie mal mit einer 6 nach Hause kommt. Klar, es ist doof, aber anschreien hilft da auch nicht. Ich würde mein Kind auf jeden Fall nicht schlagen oder so. Und ja, was ich noch sagen kann, ist halt zum Beispiel besondere Dinge, sei es ein Handy irgendwann oder wenn sie sich etwas wünscht. Es gibt manche Dinge einfach nur zu Weihnachten und zu Geburtstag und alles, weil mein Kind sollte sich trotzdem lernen, auf etwas zu warten und sich aber auch darauf freuen und nicht alles in den Arsch gesteckt zu bekommen, auf gut Deutsch gesagt. Klar, es gibt auch mal zwischendrin mal was, also zum Beispiel so Kleinigkeiten, aber hauptsächlich möchte ich sie auch da erziehen, dass sie offen ist und auch mit Freunden, dass sie teilt und ja, halt sehr sozial halt einfach, also wie man sich das halt wünscht für sein Kind. Aber dass sie trotzdem alles hat, was sie braucht und es ihr nichts fehlt. Ich esse lieber 5 Wochen nichts. Hauptsache, sie hat alles, was sie sich wünscht, so in der Art gesagt. Dass sie ihre Klamotten hat, dass sie ihr Bettchen hat, dass sie ihr Spielzeug hat. Und ja, ich glaube, ich bin auch so eine Mama. Ich glaube, das denken auch viele von euch, die mich kennen, die wahrscheinlich mehr im Kinderzimmer sitzt und spielt als meine Tochter. Das denke ich nämlich auch, weil ich freue mich schon voll auf die Zeit, wenn wir dann Barbie spielen können oder Lego und alles und Bauhaus und ach, was weiß ich alles. Da freue ich mich schon richtig krass drauf. Mittlerweile tut sie ja auch schon, also sie greift schon so ein bisschen und und sie lacht mehr und sie redet schon so, also sie gluckst so und ja, das macht mich als Mama halt schon stolz und ich freue mich auf jede Etappe, die kommt. Was vermisst du denn aus deinem Leben vor der Schwangerschaft? Also, boah, das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auf dieses Video nicht vorbereitet. Ich labere jetzt einfach freie Schnauze raus. Was ich vermisse aus meiner Schwangerschaft, also bevor ich schwanger wurde sozusagen, ist eine sehr gute Frage. Also klar, es ist halt öfter dieses spontane, ah, hast du Zeit, komm, wir machen was. Jetzt muss ich meistens gucken, hat sie gegessen, hat sie die Windel gewechselt. Sind alle Fläschchen eingepackt, wie ist denn das Wetter draußen und so, das hat mich halt vorher nicht interessiert. Genauso, wenn halt jemand mal gefragt hat, ja, hast du mal Lust mit feiern zu gehen oder auf einen Geburtstag, das ist halt alles ein bisschen anders jetzt, aber nicht unbedingt schlimm oder dass ich es jetzt bereue, nee, um Gottes Willen, es ist halt nur anders. Aber ja, oder was ich halt sehr vermisse, ist das lange Durchschlafen. Also schlafen können wir lange, sie und ich, sie schläft halt sehr gut, 12 Stunden ungefähr.
Aber sie will halt dann auch trotzdem alle, also die erste Etappe kommt immer so nach 4, 5 Stunden, da will sie ihr erstes Fläschchen, dann alle 3 Stunden will sie ein Fläschchen, aber sie schläft dann. Aber so mal dieses Durchschlafen und Ausschlafen, so lange wie ich will, das wäre schon schön. Ja, und genau, und da kommen wir auch schon zu der letzten Frage. Wie sieht dein Bauch jetzt aus? Ja, ich werde euch den jetzt mal zeigen. Also ich habe, ich sage mal vor, bevor ich schwanger wurde, habe ich 62 gewogen. Am letzten Tag von meiner Schwangerschaft, was für ein Zufall, da habe ich mich sogar gewogen, 72, also habe ich 10 Kilo zugenommen. Und habe direkt nach der Geburt auch wieder fast alles verloren. Ich wiege jetzt gerade 59, irgendwas. Allerdings wiege ich das, also ich persönlich, ich habe immer noch eine Kleidernummer größer, obwohl ich weniger wiege. Das ist echt verwunderlich. Also ich trage jetzt 38 im Moment, obwohl ich vorher 36 getragen habe. Und mein Bauch ist jetzt auch nicht mehr so. Also er ist halt eher speckig jetzt. Aber ich bin auch gerade im Sport und ich versuche das dann runterzukriegen. Aber ich lasse mir da Zeit, weil ich habe halt nicht die Zeit im Moment so. Aber ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal. Ich ziehe mal gerade hier mein T-Shirt aus. So. Also und zwar, das ist mein Bauch jetzt. Also man sieht halt hier die ganzen Schwangerschaftsstreifen, ne? Und das ist halt alles Haut eigentlich hauptsächlich. Mit Speck. Ja, also man sieht halt schon, ne? Aber das ist absolut nicht schlimm. Also ich mache mir da keinen Stress. Für wen soll ich denn jetzt einen schönen Bauch haben? Also bitte. Und auch die Schwangerschaftsstreifen, also ehrlich gesagt, mich interessieren die nicht. Also ich finde es nicht so schlimm. Und ja, das wird auch alles, das geht irgendwann weg. Also mache ich mir da keinen Kopf. Die Entbindung ist auch gerade mal 10 Wochen her. Und ich verkörper somit auch mal die Mamas, die nicht mit 90, 60, 90 aus einer Schwangerschaft rausgehen und die ohne Dehnungsstreifen rausgehen. Nein, ich bin definitiv keine High Society Mom, sondern Real Life. Ja, dann wollte ich mich auch noch bedanken für die Fragen, die ihr mir geschickt habt. Vielen Dank. Ich habe jetzt halt nur ein paar rausgepickt, weil sonst wäre dieses Video wieder unendlich lang geworden. Aber ich kann ja gerne mal, wenn euch das gefallen hat, nochmal so ein Format machen. Wo ich dann nochmal eure Fragen und beantworten werde. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Und falls ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich. Und dann verpasst ihr auch kein Video. Und ja, dann vielen Dank auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal.